Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nexomon Extension. Ja, vorige Folge standen wir hier schon mal und jetzt steht da jemand mit Ninja-Anzug oder was das ist. Achso, bevor ich es vergesse, Team, ich habe ja mein ersten Nexomon, den Haupt-Nexomon natürlich, schon mal gelevelt auf 20 und er hat sich sofort entwickelt. Die anderen wollte ich eigentlich auch noch, aber dafür hatte ich keine Zeit mehr gehabt. Also werde ich das nächstes Mal auf Screen auch wieder weitermachen und wir gucken mal, kann ich da vorbei? Ja, aber warum steht er hier? Ich sprech den mal. Dieses Land ist nicht so wie meines. Woher kommst du denn? Ich komme von den Dracheninseln. Das hier ist nichts anderes als ein kurzer Besuch. In meinem Zuhause tummelt sich viele Drachen, die liebend gern Tyrannen jagen. Das ist der Grund, warum mein Volk in vergleichsweise friedlicher Verhältnissen lebt. Komm uns besuchen. Wenn du mal die Möglichkeit hast, Junge. Du wirst es dort mögen. Okay. Ah, deswegen steht er da rum. Wow. Ich habe ein Pfirsich. Eine Peach gefunden. Pfirsich Peachy. Oha. Wenn ich da durch will. Wir sind natürlich kämpfen. Ja, was auch immer. Kämpfen. So, ich werde mal ein ultra anderes seltenes Nexomon als Haupt-Nexomon nehmen, weil ich hier zwischendurch auch mal mit euch kämpfen möchte. So. Eiszapfen wäre da ganz gut. Ja. Eiszapfen. Autsch. Gut. Ein bisschen Heilung. Nicht auf. Autsch. Ah, das tat weh. Okay, ich wechsle ihn hier auf ihn. Peach. Und mache ihn direkt mit Seelenfresser fertig. Na los. Komm, weg ist er. Geht's her? Mit dem bin ich richtig stark. Und kann die ganzen Nexomons leveln. Oh, was? Verursacht physischen Schaden und demotiviert das hier mit einer Chance von 10%. 20 Ausdauer. Haben wir hier irgendwas, was 20 Ausdauer kostet? Ja, das hier unten, das ist Doppelhieb. Verursacht physischen Schaden und demotiviert das. Ja, okay, wechseln wir aus. Yes. Nice one, too. Go. Ja. Weiter. Halt, ich sollte ihn noch. Bevor da noch was Schlimmes passiert. So, da haben wir natürlich Level 9 erreicht und hier ist, ja, genau, Warpstein ist aktiviert. Nice to one go, bla bla bla. Ja, wie soll denn der hier zurück, ne? Irgendwie keiner mehr da, was ist hier los? Hallo? Ist noch jemand hier? Außer die Putzfrau und der Junge mit die Zeitungen? Ja, okay. Hier ist unser Zimmer. Okay. Du wurdest von einem Drachen angegriffen? Ja, genau. Die Drachen greifen nur Tyrannen an und sonst nichts. Hat man ja gesehen. Hallo? Pass da draußen auf dich auf. Ich habe gerade nahe dem Wald ein riesiges Nexomon fliegen sehen. Okay. Gute Güte, Diesel. Ich hatte mir Sorgen gemacht, nachdem ich gehört habe, was passiert ist. Das muss schlimm gewesen sein. Ich frage mich, ob der Drache noch in der Nähe ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, mal da rein.
kann ich jetzt mit den Jungen hier sprechen, Jona? Ich habe gehört, dass die Tarenten Angst vor Drachen haben. Also ist es vielleicht sogar gut, dass einer in der Nähe ist. Ja, wow. Das ist total Begeisterung, weltbewegend nach oben gestiefelt. Wo sind die hin? Hier oben gibt es nichts für dich, Diesel. Aber vielleicht eines Tages. Mein Gott, der beobachtet mich. Ja, okay, dann halt wieder raus. Keine Ahnung. Warte mal. Kann ich da rein? Nein. Okay. Ich darf nirgendwo rein. Ich muss immer noch die Audienz holen. Bin ich hier vielleicht falsch für die Audienz? Ah, ich glaube ja. Bin ich jetzt? Genau. Darf ich hier mal kurz? Dankeschön. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Viel Spaß noch. Ja, okay, hier war der Drache. Meine Güte, räusper, räusper. So, dann gehe ich wieder zurück zur Brücke. Huch. Sorry. Also man kann immer wieder mit die kämpfen. Das finde ich auch ganz gut. Um schneller zu leveln vielleicht. Da sind wir mit der Quest. Ja, hier sind überall welche mit Nebenquesten. Ich weiß nicht, ob ich die machen möchte. So, und dann einfach mal geradeaus durchrennen. Huch. Nach oben, denke ich mal. Was zum Henker? Was ist das? Okay, ich guck mal kurz Tagebuch. Hauptquest, Nebenquest. Okay, Hauptquest. Kehre zur Gilde zurück. Videl ist gerettet. Es ist eine Zeit, in die Hauptstadt zur Gilde zurückzukehren, um die Belohnung zu erhalten. Versuche, den Warpstein zu benutzen, damit du dort schneller ankommst. Rette Videl. Haben wir schon gemacht. Gut, alles klar. Bla 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 bla. Hier. Oh, anscheinend richtig. Gut. Gut gemacht, Diesel. Ich habe nicht weniger erwartet. Das hier ist deine Belohnung dafür, dass du deinen Klienten beschützt hast. Perfekte Beere. Feuerscherm, Ozeanscherm, 500 Münzen, wow. Es ist nicht viel, aber für schwere Missionen werdet ihr interessantere Dinge bekommen. Mhm. Können wir über dieses, du weißt schon, Ding sprechen, das uns fressen wollte? Na gut, ihr habt euch eine Erklärung verdient. Mhm. In eben diesem Augenblick bekämpfen sich die Nexomon unserer Welt, Diesel. Sie versuchen, den König der Monster, Omnicron, zu ersetzen. Ein starkes Monster, das vor tausenden von Jahren besiegt wurde. Ja, den kenne ich. Seither versucht jedes Nexomon, als der neue König angesehen zu werden. Das ist der Grund, weshalb unsere Welt so miserabel ist. Wir sind inmitten eines lächerlichen Machtkampfes der Monster gefangen. Warte, tausend von Jahren? Wieso haben sie ihren König noch nicht gefunden? Das ist das Problem. Niemand weiß es. Und wenn es so weitergeht, werden Menschen diesen Krieg nicht überleben. Wie auch immer, eine Art besonders starker Nexomon kam in den letzten Jahren auf. Wir nennen sie Tyranten. In vielerlei Hinsicht erinnern ihre Kraft und Intelligenz an Omnicron. Nivalis ist eine von ihnen. Die Tyranten sind ein Omen. Wenn jemand die Krone erobert, dann wahrscheinlich einer von ihnen. Okay. Und das ist im Groben verrückte Nexomon,
die sich gegenseitig auslöschen und dabei die Menschheit an den Rand des Abgrunds treiben. Aber mach dir darüber noch keine Gedanken, Diesel. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Also konzentrier dich bitte. Okay, welche Aufgabe ist es? Oh. Hallo, Diesel. Ich habe eine eher dringende Aufgabe. Oha. Hey, was ist los? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Das Waisenhaus wird angegriffen. Was? Was? Aber warum? Der Grund dazu ist egal. Sie müssen aufgehalten werden. Das ist eine gefährliche Mission. Ihr werdet mit Ross und Nora zusammenarbeiten. Wenn ihr drei zusammenarbeitet, sollten keine Probleme auftreten. Ach du Schädel. Und ob es Probleme gibt, Windflatzen-Nexotrops trifft sich mit Nox und Nora am Waisenhaus und Wesley von der Hauptstadt. Okay. Bitte, bereitet euch gut vor. Diese Stadt hat ein Heilzentrum und einen Laden. Vergesst das nicht. Sobald ihr es bereit seid, verlasst die Stadt im Süden. Wir zählen auf euch. Ross und Nora warten. Okay, das bedeutet, ich muss mich wirklich vorbereiten. Du hast gerade eine storyrelevante Quest erhalten, aber es gibt noch eine Menge andere Nebenquests zu erledigen. Halte nach Charakteren in Aussicht, die einen Stern über sich haben. Das bedeutet, sie haben eine Aufgabe für dich. Wenn du in der Geschichte voranschreitest, können auch an alten Orten neue Leute mit Quests auftauchen. Okay, dann wisst ihr Bescheid. Ich werde da noch nicht hinrennen. Ich werde erstmal die Nebenquests, die unterwegs sind, einsammeln und anfangen. Nebenquests sind doch die mit Blau, oder nicht? Oder sind die gelb? Ich glaube, blaue sind Tagesquests. Okay, kann ich jetzt überall rein? Darf ich jetzt? Ich schau mal. Na toll. Ah! Wer zum Teufel bist du? Was machst du in mein Haus? Oh mein Gott. Geh raus, geh raus, geh raus! Ja, okay, ich hab's schon verstanden. Komm schon, Diesel! Nicht viele Menschen sind gewillt, mit niedrigeren Zähmern wie uns zu sprechen. Wenn du hart für die Gilde arbeitest, bekommst du möglicherweise eine Beförderung. Leute werden uns mögen. Ach ja, Mensch, ich hab's doch verstanden. Mein Gott, das ist gemein. Das Spiel ist gemein. Einfach nur gemein. Okay, das, ja. Warte mal. Mit ihr kann ich ja nochmal kämpfen, ne? Die da so ein Schwert haben. Genau. Hey, Diesel, ich glaube, es ist Zeit, dass du gehst. Was? Das hier ist schließlich mein Ort. Ah, ihr Ort. Ihr Ort. Autsch. Mein Gott, macht noch zu wenig Schaden. Auch wenn Kratzen tut, macht zu wenig Schaden. Okay, ich sollte mal den hier nehmen. Autsch. Na, danke schön. Kann ich nochmal wechseln? Hm, das ist okay. Feuerkralle. Ich will nicht immer den stärksten einsetzen. Der war instant tot. Okay, ich nehme meinen stärksten. Warum wechselt der auch? Von dir, Frisch. Jetzt muss ich erstmal heilen. Also, wenn ich fertig bin.
Besiegt. Oh, gute XP bekommen. Yes. Yes. Weil dadurch leveln sie schneller. Gut. Verdammt, genießt ihr die Zeit hier. Ja, tschüss. So, erstmal zurück hier. Erstmal hier Heilung. Da sind also blaue Questen sind doch tägliche Questen, oder? Hast du jemals was von Elementarpfeifen gehört? Hm? Pfeifen erhöhen deine Fangchance, wenn du nächsten Morgen eines bestimmten Typs gegenüberstehst. Und du kannst die Pfeifen sogar stapeln. Wenn du daran interessiert bist, würde ich dir gerne eine Wasserpfeife verkaufen. Ja, akzeptiere ich. Hundertprozentig. Keine Ahnung. Wasserpfeife. Eine einzige Pfeife wird dir sicherlich nicht viel helfen. Aber während du reist, wirst du wahrscheinlich eine ganze Menge davon sammeln. Ich habe gehört, dass es auf den Dracheninseln auch Drachenpfeifen speziell für diese Kreaturen gibt. Ah, danke schön. So. Hey, entschuldige, bist du ein Thema der Gilde? Hast du gerade Zeit? Was gibt's? Seht ihr, ein Kind aus der Hauptstadt Parum hat es irgendwie geschafft, sich aus den Stadtmauern herauszuquetschen. Und jetzt ist sie vermisst. Wow, das ist eine große Sache, hm? Ja, richtig. Sie könnte überall im Brachland sein. Wir bitten allen Abenteurer, die Augen offen zu halten. Ich wünschte, ich könnte mehr Info liefern, aber das ist alles, was wir haben. Na gut, vielleicht finden wir das Kind ja auf unseren Reisen. Ich wette, es gibt eine Questbelohnung dafür, das Kind zu finden, diese. Richtig. Aber sicher ist das Retten eines Kindes Belohnung genug. Los, gehen wir diese, bevor uns jemand zuvorkommt. Ja, wir haben keine Ahnung, wo sie sich aufhält. Man könnte ein Kind unbekannten Gründen aus Paarung weggerannt. Sie könnte überall im Brachland sein. Ah. Brachland. Ja, vielleicht. Kämpfen. Ja, bla bla. Die ganzen Texte wiederholen sich. So, geht gleich los. Ein Moment, ich muss hier kurz mal was eingießen. So. Wir sind schon wieder fast bei 20 Minuten. Verdammt, Axt. Okay, Mauer, Doppelhieb. Ah, sehr gut. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja, verfehlt, Freundchen. Blitzgebrüll. Au. Das könnte ein bisschen Schaden machen. Jetzt muss ich wieder wechseln. Barriere? Mhm. Wechselt der auch schon wieder. Gemeinheit. Gemeinheit. Meine Güte. Jetzt muss ich den auch schon wieder auswechseln. So, jetzt mache ich dich fertig. Hallöchen. Tschüss. Hallöchen. Tschüss. Immer noch nicht Tschüss. Tschüss. Au. Geh. Oh, na Gott sei Dank. Perfekt. Mach weiter so. Ja, genau. Irgendwo im Brachland. Ich sehe nicht mal die Karte. So. Wir sind im Brachland. Ach, komm schon. Hier irgendwo im Brachland. Also in der Stadt. Ich schau mal nach. Warte mal.
Also zurück. Vielleicht sollten wir doch hier ein bisschen gucken. Okay, da komme ich nicht lang. Da ist jemand. Doch, komme ich lang. Okay, gut. Mal schauen. Vielleicht hier irgendwo. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Also. Ja, wow. Jetzt weiß ich, warum wir noch nicht hier waren. Weil er kämpfen will. Okay, verstehe. Kaputte Straßenlaterne, kaputtes Auto. Ja, nicht schlecht. Da ist auch noch jemand, der kämpfen möchte. Und da sind Items. Hier ist jemand mit einer Tagesquest oder so. Da ist auch noch jemand, der kämpfen möchte. Ich bin noch nicht interagiert mit dem. Meine Güte. Nur nach unten. Mein Gott, geh doch aus dem Weg. Es sind noch mehr Leute, die kämpfen wollen. Da sind auch noch Leute, die kämpfen wollen. Okay, da geht's nämlich zu Dings rein, zur Höhle. Dieses Rätsel habe ich auch noch nicht gelöst. Ja, Habe ich schon geheilt? Ja. Einen Moment kurz. Und weiter geht's. Kurz. Octoparum, bla bla bla. Aus Parum geflüchtet. Wir sind ja unterwegs gerade zu Parum und das ist falsche Richtung. Ja. Das, ja. Ja, keine Ahnung, wo das Kind sein soll. Ich werde, glaube ich, erstmal offscreen weitermachen. Die Nexomon leveln. Muss ich ja. Sonst kommt man hier auch nicht weit. Das Kind, keine Ahnung, wo es ist. Ja, okay, wir haben schon mit ihr gekämpft gehabt, anscheinend. Das ist auch noch eine Quest. Meine Güte. Ja, bla 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 bla. Komm, machen wir noch einen Kampf. Und dann beenden wir das Spiel. Für heute. Windkugel. Ja. Nicht sehr effektiv. Oh toll, ich hab's nicht aufgepasst. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Okay, mal kurz hier ein Item benutzen. So. Zeit zu wechseln. Ja. So, und dann wieder heilen.
Achso, ja, genau. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Nexomon Extension mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Nexomon Extension. Ciao mit V. Tschüss.